Land unter. Warum der Meeresspiegel noch schneller ansteigt als bisher gedacht. Feinstaub. Wie Holzöfen unsere Gesundheit gefährden. Philipp probiert's. Wie viel Zucker löst sich in einem Glas Wasser? Ein paradiesisches Willkommen bei Gut zu wissen. Die Malediven. Naja, einige Teile des Landes sind zurzeit politisch unsicher, aber grundsätzlich nicht das schlechteste Urlaubsland. Noch, denn die Malediven saufen ab. Die Erde erwärmt sich, das Eis an den Polen schmilzt, der Meeresspiegel steigt. Klar, das wissen wir. Neu ist, das passiert scheinbar schneller als bisher gedacht. Satellitendaten zeigen das. US-amerikanische Forscher haben die Aufzeichnungen der letzten 25 Jahre neu ausgewertet. Das Ergebnis? Die bisherigen Schätzungen zum Anstieg des Meeresspiegels sind zu niedrig. Bisher sind die Wissenschaftler davon ausgegangen, dass die Meeresspiegel seit 1993, denn seitdem gibt es dafür Satellitendaten, im Jahr durchschnittlich etwas mehr als 3 mm angestiegen sind. Nach dieser Rechnung wäre der Meeresspiegel heute etwa 8 cm höher als damals. Und dann bis zur Jahrhundertwende gerechnet, also ins Jahr 2100, wären es 30 cm mehr. Stimmt wohl aber nicht. Und die neuen Rechnungen, die sagen, im Jahr 2100 werden es eher 65 cm mehr sein, vielleicht sogar 80 cm mehr. Das heißt, doppelt so viel wie 1993 ursprünglich ausgerechnet. Dass die Meeresspiegel steigen, das hat vor allem zwei Ursachen. Erstens schmelzendes Eis, da wo Eismassen auf dem Festland liegen, in Grönland. Hier ist das Eis bis zu 3 Kilometer dick und flächenmäßig fast 5-mal so groß wie Deutschland. Auf Grönland bringen vor allem die wärmeren Lufttemperaturen die Gletscher zum Schmelzen. Und deswegen taut in Grönland das Eis im Sommer seit ein paar Jahren fast auf der gesamten Fläche an, wie diese Bilder der NASA zeigen. Und es wird noch schlimmer werden, und zwar, wenn irgendwann auch noch das Festlandeis am Südpol, also in der Antarktis, schmilzt. Hier ist es zwar so kalt, dass die Oberfläche so gut wie nicht schmilzt und an manchen Stellen das Eis sogar zunimmt, aber das Meerwasser wird wärmer und deshalb schmilzt das Eis unter dem Schelf, dem äußeren Rand des Gletschers, der ins Meer hineinragt. Der Gletscher wird sozusagen ausgehöhlt, bis er zu dünn wird und abbricht. Das Festlandeis könnte dann schneller nachrutschen und im Meer schmelzen. Also eine Art Kettenreaktion. Wie es aussieht, wenn so ein Gletscher abbricht, hat die NASA aus dem Weltall fotografiert. Hier ist das Foto vom Pine Island Gletscher. Das ist einer der größten Gletscher der Antarktis. Und letztes Jahr im Januar ist da ein Stück abgebrochen. Das sieht man hier. Wirkt von so weit oben fotografiert nicht sehr groß, war aber immerhin fast 2 Kilometer lang. Neben dem schmelzenden Festlandeis gibt es noch einen weiteren Grund dafür, dass die Meeresspiegel ansteigen. Und Forscher glauben, dass der genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr dazu beiträgt. Was dahinter steckt, das kann man bei diesem Versuch sehen. Da wäre ein Bunsenbrenner, mit dem erhitze ich Wasser, eingefärbtes Wasser in diesem Zylinder. Und wenn wir auf dieses Steigrohr schauen, beziehungsweise auf die Markierung, ja, da sehen wir schon, das Wasser steigt nach oben. Denn warmes Wasser braucht mehr Platz als kaltes Wasser. Übertragen auf unseren Planeten bedeutet das, die Erde erwärmt sich, die Meere erwärmen sich und steigen an. Die Frage aller Fragen lautet, was können wir tun? Wir haben zu diesem Thema mal im Archiv gekramt und etwas Interessantes gefunden. Das lief vor 23 Jahren, 1995, im BR-Fernsehen. Und das würde bedeuten, dass wir die Emissionen von CO2, von Methan, N2O und auch der FCKWs in die Atmosphäre sehr stark reduzieren müssen. Das mit dem FCKW, das haben wir ganz gut hingekriegt. Aber den Rest? Ich meine, wir können ja auch nicht mehr sagen, das haben wir nicht gewusst. Denn irgendwann ist es soweit und dann schmilzt das Eis in Grönland komplett. Und dann wird der Meeresspiegel um 7 Meter ansteigen. Die Malediven, die sind schon bei 1 Meter Anstieg weg. Auf jeden Fall ein Thema, um das wir uns kümmern müssen. Ist das Diesel? Stickoxide? Ah nein, das ist Feinstaub. Über Feinstaub redet zurzeit kaum jemand. Dabei gibt es den nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter.
Und gerade jetzt werden die Grenzwerte in manchen Großstädten überschritten. Denn im Winter kommt zum Straßenverkehr noch eine weitere Feinstaubquelle dazu und die sorgt für zusätzlich dicke Luft. Wie schlimm es wirklich ist, haben wir mal nachgemessen. Wir sind mit Axel Friedrich unterwegs. Er ist ehemaliger Mitarbeiter des Umweltbundesamtes und Feinstaubexperte. Die Politik, sagt er, hat vor allem den Verkehr als Feinstaubquelle im Visier. Heute will er uns aber beweisen, dass es eine noch gefährlichere und bislang wenig beachtete Quelle gibt. Die produziert vor allem ultrafeine Staubpartikel, nur Millionstel Millimeter groß. Durch ultrafeine Partikel sterben pro Jahr etwa 350.000 Menschen vorzeitig in der Europäischen Union. Das heißt, ein extrem hohes Risiko für die Gesundheit der Menschen. Es ist 8 Uhr morgens. Wir sind in Garmisch. Im Winter wie im Sommer ist hier auf der Durchgangsstraße viel Verkehr. In seiner Heimatstadt Berlin misst Axel Friedrich in der Regel um die 6.000 Staubpartikel pro Kubikzentimeter Luft. In Garmisch bekommt er ganz andere Werte. Das ist unglaublich. Also Werte höher als auf der Arbus in Berlin. Also wirklich erstaunlich hohe Werte für eine Kleinstadt. Diese Messe tauern Werte von 20, 30, 40.000 Partikel pro Kubikzentimeter. Also extrem hohe Werte. Wie kommt das? Liegt es am Verkehr? Hier noch am Verkehr. Wir haben viele Busse, kleine Maschinen, die ohne Rußfilter rumfahren, aber auch Autos. Viel mehr Autos als in Berlin zum Beispiel ohne Rußfilter. In Deutschland gibt es Grenzwerte für Feinstaub. Zur Überwachung werden Partikel erfasst, die bis zu einem Hundertstel Millimeter groß sind, genannt PM10. Auch für kleinere Partikel, PM2,5, gibt es einen Grenzwert. Das Dumme ist, es gibt eben noch viel kleinere. Und die sind laut Friedrich noch viel gefährlicher. Aber die werden momentan gar nicht erfasst, geschweige denn überwacht. Absolut fatal, wenn man die Bevölkerung wirklich schützen will. Die können tief in die Lunge eindringen, durch die Lungenwand vordringen ins Blutkreislauf und erzeugen Herzinfarkt. Wir wissen auch, die ganz Feinen können über die Nase, über den Geruchsnerv ins Gehirn vordringen und Demenz und Alzheimer auslösen. Das heißt, massive Krankheitsauslöser. Im Unterschied zu den Feinstaubmessstationen an den Straßen misst Friedrichs Gerät nicht die Größe von Partikeln, sondern ihre Gesamtzahl in der Luft. Auch die Ultrafeinen werden so erfasst. Und laut Friedrich ist die Gesamtzahl auch entscheidend. Münchner Forscher haben nämlich einen erschreckenden Effekt nachgewiesen. Sind sehr viele Partikel in der Luft, vor allem auch ultrafeine, zeigen sich beim Menschen schon nach 5 Minuten ernsthafte körperliche Reaktionen. Bei vorerkrankten Menschen kommt das Herz dann spürbar aus dem Takt. Die nächste Überraschung. Manchmal zeigt der Feinstaubzähler von Axel Friedrich extrem hohe Werte. Immer wieder wabern in Garmisch 100.000 Partikel pro Kubikzentimeter durch die Luft. Das, vermutet der Experte, hat mit einer zusätzlichen Feinstaubquelle zu tun. Friedrich führt uns weg von der Straße in eine Siedlung. Hier, abseits des Verkehrs, sollte die Zahl an Feinstaubpartikeln in der Luft eigentlich viel geringer sein. Aber das Gegenteil ist der Fall. Denn in der Siedlung wird offenbar viel mit Holz geheizt. Überall, vor jedem Haus, ist der Brennstoff gelagert. Das Messgerät zeigt erstaunlich hohe Werte. Wir haben jetzt hohe Werte gemessen, über 30.000 Partikel pro Kubikzentimeter. Und es ist eindeutig von den Holzheizungen, die hier die Luft belasten. Ist das normal für so eine Siedlung hier? Wenn Sie keine Holzheizung hätten, hätten Sie Werte im Bereich von 2.000 bis 3.000. Die Feinstaubbelastung in der Wohnsiedlung ist so hoch wie auf dicht befahrenen Straßen? Ein Phänomen des Winters. Und eine gesundheitliche Bedrohung. Überall, wo mit Holz geheizt wird, ist die Gesundheit in Gefahr. Wir wissen inzwischen, dass die Emission von Ruß, also aus Holzöfen, höher ist als aus dem gesamten Straßenverkehr. Das heißt, hier haben wir ein Risiko, was weit unterschätzt wird. Vor allem an diesem Ruß hängen auch sogenannte polyaromatische Kohlenwasserstoffe, die krebserzeugend sind. Das heißt, wir haben außerdem dem normalen Dieselproblem, also Rußproblem, eben noch die Belastung mit polyaromatischen Kohlenwasserstoffen. Je nach Wetter verschärft sich die Feinstaubproblematik sogar noch. Vor allem hier, in den Städten und Dörfern der Alpenregion. Und zwar immer dann, wenn sich eine warme Luftschicht über kalte Luft im Tal legt. Die warme Luft wirkt dann wie ein Deckel.
Sie verhindert, dass frische Luft in die Stadt kommt. Die Folge? Der Ultrafeinstaub bleibt tagelang über den Häusern und wird ständig mehr. Die größte Belastung für die Menschen lauert aber nicht draußen, sondern in den Häusern selbst, meint Axel Friedrich. Hier misst er zum Teil immense Feinstaubwerte. Der Ofen ist nicht ganz dicht und damit kommen die Partikel auch in den Raum hinein. Bei modernen, teuren Öfen kommt das gleiche Problem, nur verzögert, weil erst muss der Ofen sich aufheizen. Wenn ich einen sehr großen, schweren Ofen habe, dauert das dann manchmal 20 Minuten, 30 Minuten, bevor eben die Temperaturdifferenzen zwischen dem Glas und dem Ofen dann so groß wird, dass die Dichtung nicht mehr ausreicht. Den Ofenbesitzern selbst ist diese Tatsache wahrscheinlich gar nicht bewusst. Offenbar werden sie beim Kauf eines Holzofens nicht darüber aufgeklärt. Nein, hier gibt es keinerlei Informationen, keinerlei Schutz. Denn sonst müsste man zumindest Vorschriften machen, wie dicht diese Öfen sein müssen, damit zumindest im Innenraum keine Belastung für die Menschen auftreten. Fast 12 Millionen Holzöfen brennen mittlerweile in deutschen Haushalten. Sie sorgen im Winter drinnen wie draußen für dicke Luft. Eine unbequeme Wahrheit, vor allem für den heilklimatischen Kurort Garmisch. Feinstaub ist gefährlich. Vermutlich schädigen diese kleinen Partikel das Herz, die Atemwege, das Kreislaufsystem und vieles mehr. Dass Feinstaub gefährlich ist, hat man bislang folgendermaßen herausgefunden. Forscher untersuchen die Gesundheit von einer möglichst großen Gruppe von Menschen über einen längeren Zeitraum. Und wenn dann herauskommt, dass genau die Menschen, die eine höhere Feinstaubbelastung hatten, häufiger unter diesen Erkrankungen leiden, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass es einen Zusammenhang gibt. Ein Anzeichen, aber kein Beweis. Wir haben aber einen Forscher gefunden, der es genauer wissen wollte. Wissenschaftler müssen viel reisen, um Antworten auf ihre Fragen zu finden. So wie Ralf Zimmermann, 54, Physiker und Chemiker. Seine Neugier führt ihn diesmal nach Finnland. Hier gibt es eigentlich mit die sauberste Luft in Europa. Und trotzdem, Feinstaub ist auch hier Forschungsobjekt. Aus Studien an Menschen oder an epidemiologischen Studien weiß man sehr genau, dass der Feinstaub schädlich ist. Man weiß aber nicht genau, wie er wirkt. Und das wollen wir eben im Detail untersuchen, auch eben die biologischen Mechanismen. Also das ist für mich eine ganz große Motivation, auch wirklich was für die Gesundheit der Menschen zu tun. Tatsächlich findet Ralf Zimmermann vom Helmholtz-Zentrum München in Finnland beste Bedingungen für ein außergewöhnliches Experiment. An der Universität Ostfinnland in Kuopio will er herausfinden, was der Feinstaub tief in unserem Körper anrichtet. Es sind einzigartige Versuche, die Ralf Zimmermann hier macht. Die Ergebnisse werden verantwortliche Behörden mächtig unter Druck bringen. Es geht um die Gase und den Feinstaub, die entstehen, wenn Holz verbrennt. Ralf Zimmermann und sein Team wollen die schädlichen Substanzen, die Übeltäter im Rauch, aufspüren. Das alleine bedeutet schon enormen technischen Aufwand. Herauszufinden, wie genau diese Übeltäter unseren Zellen und unserem Körper schaden, macht den Aufwand noch größer. Das Besondere ist, dass wir eben den Rauch, der freigesetzt wird bei der Holzverbrennung, hier chemisch, physikalisch und biologisch untersuchen zur selben Zeit. Wir schauen also an die Zusammensetzung der Gase und der Partikel und dann leiten wir dieselben Partikel und Gase über Lungenzellen und wir können dann damit sozusagen die Lunge simulieren und die Effekte in den Lungenzellen nachweisen. Tatsächlich wird das Experiment auch unseren Blick auf den heimischen, gemütlichen Holzofen verändern. 4 Wochen dauern die Versuche an der Universität von Kuopio. Jeden Tag wird der Ofen angeschürt. Mal mit Birkenholz, dann mit Buche und schließlich noch mit Fichte. Jedes Mal leiten Röhren und Schläuche den Rauch durch einen Parcours von Messgeräten. Die analysieren seine Inhaltsstoffe. Der Feinstaub darin ist an sich schon gefährlich. Noch schlimmer ist es, wenn er mit chemischen Substanzen aus den Abgasen beladen ist. Einige chemische Substanzen können die Wissenschaftler sofort identifizieren.
Die ganze chemische Fracht im Abgas eines Holzofens wird aber erst nach und nach sichtbar. Neben Ruß finden die Messgeräte auch Salze und Metalle. Zum Großteil aber spüren sie einen ganzen Cocktail schädlicher Substanzen auf. Darunter Terpene, Formaldehyd und polyaromatische Kohlenwasserstoffe. Auf jeden Fall nicht gesund, was wir hier haben. Und die Chemie ist entscheidend. Zwar können die Partikel umso tiefer in den Körper eindringen, je kleiner sie sind. Aber welchen Schaden sie dort anrichten, hat sehr viel mit ihrem giftigen Zusatzgepäck zu tun. Wie dieser Giftcocktail nun genau auf unseren Körper wirkt, das wollen die Forscher im zweiten Teil des Experiments herausfinden. Sie leiten den Rauch auf menschliche Lungenzellen. Welche Wirkung wird er haben? Schädigt der Rauch vielleicht sogar unsere Erbsubstanz, unsere DNA? 4 Stunden bleiben die Zellen den Abgasen ausgeliefert. Eine Dosis, die wir in unserem Alltag auch leicht abbekommen. Danach werden die Zellen biologisch durchleuchtet, mit sämtlichen Methoden, die die moderne Wissenschaft zur Verfügung hat. Schließlich steht fest, die menschlichen Lungenzellen geraten durch den Rauch in einen Ausnahmezustand. Die Zellen entzünden sich. Außerdem entstehen vermehrt aggressive Moleküle. Die Forscher sprechen von oxidativem Stress. Plötzlich verändert sich auch der gesamte Stoffwechsel der Zellen. Sie versuchen, sich gegen die giftigen Substanzen im Rauch zu wehren. Und auch die DNA nimmt Schaden. An manchen Stellen bricht sie einfach auseinander. Schuld daran sind die sogenannten polyaromatischen Kohlenwasserstoffe im Rauch. Krebserkrankungen können die Folge sein. Erstmal ist jede Holzverbrennung schädlich. Wenn wir jetzt diese Hölzer unterschiedlich nochmal betrachten im Vergleich, sehen wir bei den Weichhölzern, bei Nadelhölzern zum Beispiel, wie der Fichte, dass dort etwas mehr Polyaromaten ausgestoßen werden. Andere Hölzer, wie die Birke, haben eben Terpene, die emittiert werden im stärkeren Maß und die wirken entzündungsauslösend. Insgesamt erschreckende Ergebnisse, die erst einmal mit finnischem Bier runtergespült und verdaut werden müssen. Das Schlimme ist, die schädliche Wirkung des Feinstaubs zeigt sich schon bei kleinsten Mengen. Eigentlich müssten wir viel besser davor geschützt werden. Das Problem ist einfach, dass die Behörden eben bis vor kurzem noch generell Holzöfen gefördert haben, wegen CO2-neutral. Und wenn sie jetzt dann 7 Jahre später kommen und sagen, Pustekuchen ist doch nicht gut, gibt es mal 2000 Euro aus für eine Filteranlage, das finden die Leute nicht toll. Ne? Tatsächlich müssten aber in jedem Holzofen Filter eingebaut werden. Nur so ließen sich die Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung mindern. Hier eine echt krasse Zahl, 60.000. In der EU gibt es 60.000 vorzeitige Todesfälle jedes Jahr, nur durch die Abgase aus solchen Holzöfen. Allein in Deutschland blasen diese Holzöfen über 20.000 Tonnen Feinstaub in die Luft. Das ist mehr, als aus allen Motoren von sämtlichen Lastwagen und Autos kommt. Neuere Holzöfen müssen deswegen Grenzwerte einhalten. Aber die Angaben der Hersteller über die Abgaswerte aus der sogenannten Typenprüfung haben oft nichts gemein mit den realen Abgaswerten. Das kennen wir doch irgendwie aus der Automobilindustrie, oder? Dennoch, alle Kamin- und Ofenbesitzer können etwas tun. Damit nicht zu viel Dreck aus dem Schornstein kommt. Hier ein paar Tipps fürs richtige und saubere Einheizen. Das ist Hans Hartmann vom Technologie- und Förderzentrum in Straubing. Und das sind seine Mitarbeiter. All diese Leute brauchte es, um eine Frage mit wissenschaftlicher Genauigkeit zu beantworten. Wie heizt man einen Holzofen, sodass möglichst wenig Feinstaub entsteht? In der Praxis sind die Schadstoffemissionen oft deutlich höher als bei der Typenprüfung. Und das hängt sehr vom Verhalten des Betreibers ab. Und so funktioniert die Holzverbrennung.
Die ersten Flammen trocknen das Holz. Die Temperatur steigt, ein Teil des Holzes zersetzt sich, Gase entstehen. Die verbrennen als Flamme. Zum Schluss verglüht der Rest des Holzes schließlich zu Asche. In jeder dieser Phasen entstehen Abgase und Feinstaub. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber die falsche Bedienung eines Ofens macht ihn zu einer wahren Feinstaubkanone. Im Auftrag von Gut zu wissen hat Hans Hartmann mit seinem Team die größten Heizsünden aufgedeckt. Ein sehr aufwendiger Versuch, wenn man belastbare Ergebnisse haben will. Und hier sind die Ergebnisse. Anheizen. Also ich zeige jetzt mal die Variante, wie man es tunlichst nicht machen sollte. Und zwar ist es das Anzünden mit Zeitungspapier. Man legt das Zeitungspapier unten rein. Dann kommt hier einfach das Kleinholz oben drauf. Und dann so wie beim Lagerfeuer hier das Holz oben drauf. Das Problem hierbei ist, das Zeitungspapier blockiert die Rostluft einerseits. Dann brennt es nicht wirklich lange und es ist auch nicht sichergestellt, dass wirklich alle Scheite entzündet werden. Außerdem hat Papier einfach einen sehr hohen Aschegehalt, was auch ungünstig ist für die Staubemission. Deshalb nur mit Anzündern arbeiten. Aber bitte den Ofen nicht von unten anzünden. Das ist die nächste Heizsünde. Denn dabei bekommen nur die unten liegenden Scheite genügend Hitze. Die oberen kokeln dagegen lange vor sich hin. So entstehen enorm viel Rauch und viele Schadstoffe. Richtig dagegen ist, das Holz von oben anzünden. Dann erreicht die Hitze der Flammen die Holzscheite nach und nach. Das Ergebnis? Viel weniger Emissionen. Bei einigen Messungen, die wir beim Anzünden von oben gemacht haben, hat sich teilweise der Staubausstoß und der Kohlenmonoxidausstoß halbiert. Luftzufuhr. Zwei weitere Heizsünden lauern bei der Luftzufuhr. Von unten strömt die sogenannte Primärluft durch den Rost. Sie liefert viel Sauerstoff für das Anheizen. Bleibt sie aber dauerhaft hoch, strömen die Gase zu schnell aus dem Brennraum. Sie haben nicht genügend Zeit zu verbrennen. Bei zu wenig Luftzufuhr dagegen kokelt das Holz nur vor sich hin. Das Ergebnis in beiden Fällen? 6-mal mehr giftige Gase und Staubpartikel in der Umwelt. Und dann gibt's da noch die Luft, die von oben in den Ofen strömt. Die Sekundärluft. Und diese Sekundärluft muss auch extra geregelt werden. In der Regel wird im heißen Zustand nach dem ersten Abbrand die Regelung etwas runtergedreht. Oder, wie viele es leider verkehrt machen, ganz weit runterregeln, um länger was von dem Abbrand zu haben. Und auch weil der Raum vielleicht überheizt ist. Und das sind dann Verbrennungszustände, die sehr viel Schadstoffbildung, Feinstaub eben auch erzeugen. Nächstes Problem, die Holzfeuchte. Auch die Feuchtigkeit des Holzes spielt eine entscheidende Rolle. Ist das Holz zu nass mit über 20% Wassergehalt, fängt es nur ganz langsam an zu brennen. Untrügliches Zeichen ist ein hörbares Zischen in der Brennkammer. Mit zu nassem Holz befeuert, bläst der Ofen das 5- bis 10-fache an Feinstaub in die Außenluft. Erstaunlich ist, wer mit zu trockenem Holz heizt, mit unter 8% Feuchtigkeit, begeht ebenfalls eine Heizsünde. Das zu trockene Holz geht sofort in Flammen auf. Die Verbrennung läuft zu schnell und dadurch zu unvollständig ab. So entstehen bis zu 4-mal mehr Ruß, giftige Gase und Feinstaub. Und dann noch das Nachlegen. Entscheidend beim Nachlegen ist der richtige Zeitpunkt. Wer erst nachlegt, wenn das Holz vollständig durchgeglüht ist, produziert bis zum 7-fachen an Feinstaub und Schadstoffen. Auch das ist Ergebnis des Versuchs. Richtig dagegen ist, in dem Moment nachlegen, in dem die Flammen gerade ausgehen. Beim zu späten Nachlegen ist es ein bisschen so wie beim nassen Holz oder auch bei zu dicken Scheiten. Das Holz braucht einfach wegen der geringen Zündglut zu lange. In der Zeit schwelt es vor sich hin. Diese schwelenden Gase enthalten dann Substanzen, die kondensieren können, Teere bilden können, die dann in die Umwelt austreten können. Und das ist zu vermeiden. Insgesamt haben die Experten um Hans Hartmann also bewiesen,
Heizsünden machen einen Holzofen zur Schadstoffkanone. Im Auspuff eines Diesels ist der Partikelfilter längst Pflicht, im Ofenrohr nicht. Trotzdem, jeder Ofenbesitzer kann etwas für den Schutz seiner und unserer Gesundheit tun. Also, Heizsünden unbedingt vermeiden. Wie man richtig heizt, gibt's zum in aller Ruhe nochmal anschauen, auch in der BR-Mediathek. Und jetzt kommt mein Kollege Philipp, diesmal mit einem zuckersüßen Experiment. Willkommen im Physiker-Kochstudio. Ich habe eine kleine Quizfrage. 200 Milliliter Zucker, 200 Milliliter Wasser. Wenn ich das beides mische, wie viele Milliliter ergibt das? Das müsste doch so ungefähr 0,4 geben. Können wir mal ausprobieren. Ich habe hier eine Markierung gemacht. Wasser rein, Zucker hinterher, bisschen umrühren noch nebenher. Das ist ja deutlich weniger. Also gibt jetzt 1 plus 1 doch nicht 2? Was hier passiert, ist alles zu verdanken der Macht der Moleküle. Denn Wasser besteht aus Molekülen, aus kleinsten Teilchen. Und die Zuckerkristalle, die bestehen auch aus Molekülen. Und wir können uns das so ein kleines bisschen vorstellen wie Erbsen. Das wären jetzt mal so ein paar Zuckerteilchen. Und Reis. Der Reis hier, das sind die Wassermoleküle. Und wenn ich das mische, das muss doch genau die Summe der Einzelvolumina sein, also 0,4 Liter. Aber ausprobieren. Beide Teilchen gemischt ergeben weniger Volumen als 0,4, weil diese Reiskörner eben so geschickt hier in die Zwischenräume passen. Und genau das Gleiche passiert auch mit dem Wasser und mit dem Zucker. Die Wasserteilchen lagern sich wie ein Mantel um die Zuckerteilchen an. Ja, die brechen die einzelnen Moleküle, aus denen der Zucker besteht, auf. Und das Ganze ist einfach viel platzsparender. Und deshalb braucht die Mischung weniger Platz als die einzelnen Zutaten. Wichtig war jetzt hier, dass ich warmes Wasser genommen habe. Denn die warmen Wassermoleküle, die zappeln richtig rum, die bewegen sich schnell. Das entspricht dem Rütteln. Denn nur so können die Reiskörner hier richtig schön in die Zwischenräume gelangen. Jetzt will ich es aber wirklich mal wissen, wie viel Zucker kann ich wirklich in so einem Glas Wasser auflösen? Also nochmal, heißes Wasser und Zucker. Ein Glas Zucker. Das klappt ja ganz gut. Und hier kommt das zweite Glas. Das ist schon eine richtige Pampe geworden hier. So, ich kipp jetzt mal nach, bis nichts mehr geht. Diese Lösung ist jetzt übersättigt, das heißt, da geht kein Zucker mehr rein. Weil sich die Wassermoleküle so geschickt um die Zuckerteilchen anlagern, passt fast die doppelte Menge Zucker in ein Glas Wasser. Und das trinke ich jetzt garantiert nicht aus. Boah, ich auch nicht. Wie war das jetzt nochmal? 1 Kilogramm Zucker auf 1/2 Liter Wasser? Nein, danke. Aber gut zu wissen. Gibt's übrigens auch als Videopodcast. Einfach in der BR-Mediathek abonnieren. Schönen Abend noch und hoffentlich bis zum nächsten Mal.